Das Jordan Lineup für 2024 ist draußen. Ja, jetzt kommt am Donnerstag endlich der Born and Race. Und Nike verkauft jetzt gebrauchte Sneaker? Yo, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sneaker News. Eure Sneaker News jeden Mittwoch hier um 15 Uhr. Wir haben auf jeden Fall einige Releases für die nächsten 7 Tage. Es sind auch ein, zwei sehr krasse Sachen dabei. Und natürlich habe ich auch wieder neue Leaks, neue News rausgesucht für euch. Deshalb würde ich sagen, starten wir auch mal wieder direkt rein mit dem Video. Lasst jetzt schon mal ein Like da. Vergesst nicht zu abonnieren. Und wenn ihr jede Woche informiert werden wollt, wenn hier ein neues Video rauskommt, aktiviert auch gerne die Glocke. Und jetzt starten wir rein mit dem Video. Los geht's am Donnerstag, am 28. September mit dieser Collab auf dem Adidas Campus 80s zusammen mit Kelly DeWitt. Das ist ein Künstler. Das Ganze kommt hier in drei Colorways raus. Einmal in diesem ja, Navy Türkis, in so Bordeaux Pink oder Rosa und in so Grau cremefarben. Und was halt besonders ist, der Schuh sieht so aus, als hätte er so ein Cover drum oder als hätte man ihn in so einen Farbeimer getupft. Das Ganze ist auch so ein bisschen shiny. Finde ich aber eigentlich ganz cool. Würde ich ihn jetzt selber tragen? Ich glaube eher nicht. Ich mag halt die Silhouette vom 80s nicht so gerne. Ist mir einfach zu schmal und ja, ist nicht meins. Retail 180 Euro und ich würde sagen, dass es auch dabei bleibt. Der wird im Resale meiner Meinung nach für nichts gehen. Am gleichen Tag kommt auch noch der Nike MX One Knit Brown zusammen mit Size raus. Eben auch nur bei Size. Ja, muss ich sagen, finde ich jetzt vom Colorway nicht so stark. Ist halt für den Herbst ganz cool, aber würde ich mir auf jeden Fall nicht kaufen. Retail ist hier 170 Euro und auch der ist nur für Personal. Auch noch am Donnerstag kommt der Salomon ACS Pro zusammen mit Jaja, was ein Pariser afro-veganes Restaurant ist. Das Ganze kann man auf jeden Fall auch am Schuh sehen, vor allem in diesen jamaikanischen Farben. Ist an sich vom Colorway ganz cool, nur ich mag halt das Modell nicht so gerne, also würde ich mir persönlich nicht kaufen. Droppt auf der Salomon-Seite für 195 Euro. Den Resale-Wert kann ich jetzt hier nicht einschätzen, weil es noch kaum irgendwelche Salomon-Collabs gab. Wenn ihr es wisst, schreibt es aber gerne in die Kommentare. War dann so der krasseste Release am Donnerstag und ich glaube auch eines der krassesten Releases in diesem Jahr. Nämlich der Nike SB Dunk Low Born X Race, der auf der offiziellen Born X Race Seite released wird. Ihr seht ja, hier ist auch ein Timer jetzt eingestellt. Jetzt könnte man ja meinen, das Ganze droppt eh nur US, aber es gibt auch EU-Shipping, heißt, wir können das Ganze auch zu uns shippen lassen. Ja, der Stock wird wahrscheinlich mega gering sein, also hier was zu bekommen, wirklich sehr, sehr schwierig. Ich hoffe, dass sie zumindest hier ein Anti-Bot-System haben. Das heißt, bereitet euch da schon mal auf mögliche Fragen vor. Vielleicht ist aber auch einfach nur ein Capture da, wo man wieder irgendwas auswählen muss, was einrahmen muss oder ja, was auch immer die sich da einfallen lassen. Haltet eure Zahlungsmethode bereit, um da wirklich keine Sekunde irgendwie zu schwächeln. Retail von dem Schuh eigentlich 130 Euro. Ich denke mal, mit Shipping wird man so bei 160 bis 180 mit Zoll und sowas liegen. Den Resale-Wert schätze ich nach Release so auf 700, vielleicht sogar mehr. Was zum größten Teil auch daran liegt, dass vor kurzem ja der Gründer gestorben ist und dadurch eben der Hype sich nochmal vervielfacht hat, warum auch immer. Ist ja eigentlich immer so, wenn irgendwelche Leute sterben, dass die Preise dann hochgehen, was natürlich mega asozial ist, aber kann man in dem Fall nicht verhindern. Und auch noch ganz wichtig, bis jetzt scheint es so, dass es nicht mal ein Nike Sneakers App Release geben wird und auch kein EU Skate Shop Release, sondern dass der Schuh eben wirklich nur auf dieser Seite rauskommt, was ich extrem schade finde, weil die Möglichkeit hat man dann quasi nicht mehr, bei irgendwelchen Skate Shop Raffles mitzumachen. Ich sage euch ganz ehrlich, mein Gefühl sagt mir, dass es so gut wie unmöglich sein wird, hier was zu bekommen, aber wenn man was bekommt, dann kann man sich, glaube ich, glücklich schätzen und Freudensprünge machen, weil natürlich, wenn man den Schuh reset, hat man einen sehr, sehr krassen Gewinn, aber ich würde ihn auf jeden Fall behalten. Es wäre ein sehr krasser Personal und vor allem auch ein noch krasserer Schuh für die Collection. Also, aber ja, schauen wir mal. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Glück. Drückt euch die Daumen. Sollte man auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Weiter geht's am Freitag, also am 29.09. mit dem Nike SB Dunk Low Albino und Preto. Der zwar schon bei Skate Shops rauskam, aber jetzt nochmal in der Nike Sneakers App rauskommt. Die Inspiration vom Schuh ist halt das brasilianische Jiu-Jitsu. Deswegen haben wir hier auch 7 Palaces dabei, die eben alle verschiedenen Gürtelfarben und damit auch Stufen der Erfahrung symbolisieren sollen. Retail 130 Euro. Aktuell geht der Schuh so für 160 bis maximal 200, je nach Größe. Bisschen Profit kann man hier also machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist der Schuh wirklich gar nichts. Ich habe ihn auch in echt gesehen und er gefällt mir wirklich überhaupt nicht. Deswegen bin ich da auf jeden Fall auch raus. Aber für alle Collector und für alle, die halt dieses Theme von diesem Jiu-Jitsu feiern, vielleicht ganz interessant. Auch noch am gleichen Tag droppt eine Essex Bodega Collab auf dem G-Light New York City in dem After Hours Colorway. Der Schuh kommt nur auf der Bodega-Seite und in-Store bei einigen Stores. Und das Thema After Hours soll eben so ein bisschen das Nachtleben in der Großstadt darstellen. Gerade zur aktuellen Jahreszeit, wo es auch schon früher dunkel wird. Wir haben hier sehr coole Materialien, auch das Mesh hat ein sehr cooles Muster und wir haben hier ein reflektierendes Essex-Logo, was anscheinend in so einem roten Licht dann irgendwie ja reflektieren wird. Ist sehr cool gemacht, sehr durchdachte Collab, nur ist es in meinen Augen jetzt kein Must-Have. Mit Retail 180 Euro kosten, bei dem auch schwierig zu sagen, ob der irgendwas im Resale geht, weil sowohl bei Bottega als auch bei Essex bin ich nicht so erfahren. Das heißt, wenn ihr da besser Bescheid wisst, schreibt es auch gerne wieder in die Kommentare. Aber so an sich auf jeden Fall ein cooles Ding. Am 30.09., also am Samstag, kommt dann
ein OG raus, also ein wirklich OG Colorway auf dem Jordan 8, nämlich der Playoff, der eben in schwarz, rot-blau mit gelben Akzenten gehalten ist und eben dieses Artwork hier auf der einen Seite hat. Retail von dem Schuh 210 Euro, ist auch ein reiner Personal, aber trotzdem muss man sagen, von der History her halt ein krasser Schuh, weil es wie gesagt ein OG ist, also einer von den ersten Colorways, die überhaupt auf dem Jordan 8er rauskommen. Jumpen wir zum 1. Oktober. Da kommt nämlich der Adidas Forum 84 High zusammen mit Jacques Jasson oder so raus, wie es ausgesprochen wird. Der gute Mann war nämlich 1993 der Head of Adidas Footwear Design und hat hier jetzt eben nochmal so eine Version rausgebracht. Finde ich an sich ganz solide. Würde ich, glaube ich, selber nicht unbedingt tragen. Aber da kann man jetzt auch nicht so viel falsch machen so. Retail 140 Euro und auch der ist ein reiner Person. Weiter geht's dann am 2. Oktober mit dem Nike Air Max One Pure Platinum in einem sehr clean Colorway, wie ich finde. Schwarz und weiß mit roten Akzenten, mit einem goldenen Nike Logo, macht man jetzt nicht unbedingt was mit falsch. Auch haben wir hier hinten nochmal eingeschickte Details. Das Smash ist ein bisschen besonderer. Und dann der letzte spannende Release ist nächste Woche Mittwoch, nämlich haben wir hier eine New Balance Stone Island Collab auf dem Modell 991V2 in dem Dark Grey Colorway. Wann das Ganze online rauskommen wird, steht noch nicht fest. Auf jeden Fall kommt das Ganze aber auch bei ein paar Retailern, wie zum Beispiel bei Beasten und eben in-store bei Stone Island, beziehungsweise bei ausgewählten Stores. In Deutschland sind das zum Beispiel München, Hamburg, Frankfurt, Sylt. Ich kann mir vorstellen, dass einige Leute für den auch sogar campen werden. Ist ja an sich schon ein sehr beliebtes Modell von New Balance. Ich muss sagen, ich finde die Collab jetzt nicht geisteskrank, ist halt von den Farben typisch Stone Island. Eher dunkel gehalten, schlicht gehalten. Was der genaue Retailpreis ist, kann ich euch nicht sagen. Ich denke mal so um die 240, 250 Euro. Resale-Wert ist für mich da jetzt auch schwer einzuschätzen. Deswegen, wenn ihr es mal wieder wisst, schreibt es in die Kommentare. Aber ich glaube, dass der relativ limitiert sein wird, was eben dafür spricht, dass wir auf jeden Fall Resale haben. Das wären auf jeden Fall die wichtigsten Releases gewesen. Kommen wir also jetzt zu den ganzen Leaks, die ich für euch rausgesucht habe. Angefangen mit dem Jordan Line-Up für 2024. Und wie ihr sehen könnt, sind das auf jeden Fall einige. Und das ist nur das Line-Up für den Sommer. Angefangen mit diesem Jordan 1er in dem Green Glow Colorway. Mit dem Jordan 11 Low Space Jam, auch interessant. Den Jordan 4 Vivid Sulfur. Ob der jetzt genauso aussieht, kann ich euch halt nicht sagen. Das sind auch alles eher so paar Mockups. Umso besser finde ich hier den Jordan 5 Sail, der wirklich sehr, sehr clean aussieht. Wir haben den Jordan 3 Green Glow, nicht so meins. Noch interessant, der Jordan 3er hier. Georgia Peach heißt das Ganze. Und dann so natürlich das Highlight, der Jordan 4 Military Blue. Ein OG und diesmal auch mit dem Nike Air hinten drauf. Für mich definitiv ein Must-Have. Ansonsten können wir hier echt viel skippen. So viel Geiles ist da jetzt nicht dabei. Dann haben wir hier halt noch den Jordan 3 J Balvin in der schwarzen Version, der nächstes Jahr rauskommen soll. Der 3er Colorway, der Bio Coast, der sieht auch crazy aus. Und sonst haben wir jetzt nicht so vieles, wo ich sagen würde, ey, muss man unbedingt haben, was natürlich aber auch gut fürs Portemonnaie ist. Anfang nächsten Jahres haben wir ja auch noch das Chinese New Year und auch da gibt es dieses Jahr wieder einen Jordan 1 Low. Nächstes Jahr haben wir das Jahr des Drachens, also Year of the Dragon und so sieht dieser Schuh eben auch aus. Wir haben hier so ein typisches, ja, Krokodilsledermuster, was natürlich die Haut des Drachens darstellen soll. Rote und goldene Akzente, die immer so für das Chinese New Year stehen. Ein Satin im Material und eine, ja, leicht transparente Sohle und natürlich noch so ein paar Details. An sich ganz cool, cleanes Ding, ist aber in meinen Augen jetzt auch definitiv kein Must-Have. Droppt anscheinend am 24. Januar. Auch ein Release-Set haben wir jetzt zum Nike Travis Scott Mac Attack. Der Schuh soll eben am 2.12. rauskommen. Und hier haben wir nochmal die, ja, fast offiziellen Fotos, würde ich sagen. Das Besondere halt hier, der umgedrehte Swoosh und das Cactus Jack eingestanzt auf der Heel. Ja, so richtig muss ich sagen, gefällt er mir halt nicht, aber es ist trotzdem ein bekanntes Modell aus der Vergangenheit und demnach auf jeden Fall cool, dass man hier alt und neu so ein bisschen kombiniert. Dann sind Fotos von diesen Nike Air Force One mit aufgetaucht in der Off-White-Kollabo, von dem es nur zwei Paare gibt. Hier haben wir eben ein Paar in diesem Grim Reaper Style, wo eben überall so dieser, ja, Sensenmann drauf ist. Da es eben nur zwei Paare gibt, ist klar, dass der auf jeden Fall niemals so public rauskommen wird. Trotzdem mal cool hier einen, ja, Einblick bekommen. Und im Oktober kommen eben auch noch zwei weitere Colorways aus der Nike Ambush Collabo hier auf dem Nike Air More Up Tempo Low. Wir haben hier zum einen so einen schwarzen Colorway, den ich wirklich am Überlegen bin, mir vielleicht personal zu holen, weil ich die Silhouette mittlerweile echt cool finde. Und gerade in schwarz-weiß mit einem höheren schwarzer Teil, finde ich, sieht der wirklich sehr, sehr nice aus. Kann auf eine weite Hose sehr cool aussehen. Also würde ich auf jeden Fall nicht unterschätzen. Das Ganze kommt auch noch in diesem Colorway raus, den ich halt gar nicht nice finde. Also grün und so leicht lila, fliedermäßig. Passt in meinen Augen zwar irgendwie zusammen, aber zum Kombinieren ganz, ganz schlimm. Beide kommen eben am 6. Oktober raus bei allen Retailern unter den Nike Sneakers. Und vielleicht habt ihr von diesem Programm schon gehört, denn Nike hat jetzt das sogenannte Refurbish-Programm ins Leben gerufen, bei dem man in ausgewählten Filialen, was halt größtenteils Outlets sind,
Sneaker kaufen kann, die eben nicht mehr für Retail verkauft werden durften. Zum Beispiel eben Retouren oder Paare, die vielleicht einen kleinen Flaw hatten und deswegen auch zurückgeschickt wurden oder in der Fabrik erst gar nicht durchgegangen sind, sprich zum Beispiel auch B-Ware. Und da hat Nike jetzt ein eigenes System. Hier ist nochmal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, könnt ihr euch ja gerne durchlesen. Und es gibt eben auch drei Zustände, also Conditions, wie ein Schuh eben sein kann und demnach wird er eben auch so verkauft. In Deutschland gibt es zum Beispiel auch 4 Stores, wo es diese Angebote eben gibt. Einer ist sogar in meiner Nähe, in Rostock. Also wenn ich das nächste Mal da im Outlet bin, schaue ich mal, ob man da vielleicht irgendwas findet. In Amerika ist das Ganze ja auch online gelauncht. Gekennzeichnet sind die Schuhe eben auch mit diesem Refurbished-Logo. Also falls ihr das mal irgendwo seht, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Mal schauen, was man da in Zukunft so mitbekommen wird und ob vielleicht auch mal irgendwelche Online-Releases bei uns in der EU stattfinden werden. Für nächstes Jahr ist auch noch diese Collab von dem Jordan 2 und dem Jordan 3 geplant. Also klar, es ist keine Collab, aber wir haben hier eine Fusion von beiden Modellen, nämlich das Jordan 2er Upper mit der Jordan 3er Sohle, also mit dem sichtbaren Airbubble in dem Fall. Und es sollen da 2 Colorways rauskommen, einmal eben der Black und der Varsity Red. Ich würde mir auf jeden Fall eher den Varsity Red kaufen. Ich mag zum Beispiel hier auch dieses weiße Upper mit der safe-farbenen Sohle sehr gerne. Bin ich gespannt, wie das Ganze so aussieht und ich glaube, dass der auf jeden Fall auch besser ankommen wird als zum Beispiel der normale Jordan 2. Nun glaube ich, wird das jetzt trotzdem kein Trendmodell, kein Ding, was durch die Decke geht. Aber an sich, coole Idee und ein cooles Konzept. Von New Balance und Salehe Bembury gibt es dieses Jahr anscheinend auch noch mehrere Modelle. Zumindest ist hier eine aufgetaucht, nämlich dieser orange-blaue. Wann das Ganze released wird, steht noch nicht fest. Wir haben noch kein Release-Date. Genauso wenig wie von diesem Modell mit diesem Farbverlauf hier, was ich glaube ich sogar noch ein bisschen besser finde. Wenn es dazu Neuigkeiten gibt, sage ich euch Bescheid. Eine weitere New Balance Collab gibt es dann auf dem 1700 zusammen mit Kif, der so an die kanadische Flagge inspiriert ist. Zumindest soll das Ganze halt die Nationalfarben darstellen. Ganz heiß, auch Canada Pack und steht für die Expansion der Marke Kif aus dem Norden nach Toronto. Kommt in 2 verschiedenen Farben. Einmal in diesem etwas mehr rötlichen Design und einmal in diesem cremefarbenen Design mit roten Akzenten. Wann das Ganze rauskommen wird, steht auch noch nicht fest. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es hierzu auch einen Shockdrop geben wird. Also Augen offen halten. Für alle Eminem und Carhartt Fans, ich muss euch leider sagen, der Nike SB Dunk Low, der ja irgendwann mal geleakt wurde, wird nicht rauskommen. Es hieß ja, dass die Collab dieses Jahr noch rauskommen wird. Nur hat jetzt der Manager von Eminem eben gepostet, dass das Ganze nicht released wird. Zumindest hat er gesagt, not a thing. Was eigentlich dann so gut wie heißt, dass das Ganze niemals rauskommen wird. Macht auch keinen Sinn, weil Eminem hat mit dem Skaten an sich und der Culture halt wenig zu tun. Nur was das hier für ein Schuh ist, also vor allem was es für ein Sample ist, verstehe ich halt nicht ganz. Finde ich aber auch nicht so schlimm, weil ich bin erstens kein Eminem-Fan und zweitens finde ich ihn optisch auch wirklich gar nicht geil. Also würde ich nicht mal anziehen, das Ding. Viel cooler sind hier die Fotos von den Samples, die wir von den Lobstern haben. Hier in den verschiedenen Grüntönen. Einmal dieser wirklich sehr grelle Grüne und dieser, ja, olivfarbene, finde ich eigentlich sehr, sehr geil, die Samples. Ob die jemals rauskommen werden, bleibt halt immer noch eine offene Frage. Master Chef Jan hat uns dann auch nochmal neue Fotos gezeigt von einem SB Dunk, der nächstes Jahr im Frühling rauskommen wird. Zumindest halt Fotos von der Sohle und so einen ganz kleinen Einblick. Hier haben wir auf jeden Fall auf der Sohle so irgendwie gecrackte Hände mit so einem roten Faden. Sieht noch ein bisschen gruselig aus. Ja, hier kann man jetzt auch nicht so viel erkennen. Ich denke mal, dass das der Swoosh sein wird, der in dem Fall auch aus dem Cracked Leather besteht. Also mehr kann man dazu auch noch nicht sagen. Abwarten. Genauso wenig können wir zu dieser Nike SB Dunk Low Collab was sagen. Auf jeden Fall ist es hier eine Collab mit dem Skate Shop Welcome. Ja, und wir haben halt wirklich nur das Foto hier. Ob das jetzt der gleiche Schuh ist wie von eben, kann ich euch nicht genau sagen. Aber ich bin gespannt, was für nächstes Jahr auf jeden Fall in der SB-Richtung geplant ist. Und anscheinend haben wir jetzt auch ein richtiges Release-Date für den Jordan 4 Brad in der Lederversion. Das Ganze soll nämlich am 17. Februar rauskommen. Und wir haben hier auch jetzt mal richtige Fotos. Und ich muss wirklich sagen, der Schuh sieht geisteskrank aus. Also allein wie der hier im Fersenbereich gepolstert ist, wirklich sehr, sehr krass. Und das Leder sieht wirklich sehr, sehr Premium aus. Also hat auch so ein bisschen so einen Shiny-Effekt mit drin. Aber finde ich ultra geil. Also da bin ich sehr hyped drauf. Der muss auf jeden Fall in die Collection. Mal gucken, ob es bei dem Release Date bleibt. Dieses Jahr am 2. Dezember soll dann noch der Jordan 8 in dem Mikasa es Tsukasa Colorway, was so viel heißt, mein Haus ist dein Haus. Naja, auf jeden Fall ist es ein sehr cooler Colorway. Die goldenen Akzente finde ich zwar nicht so nice, aber so an sich auf jeden Fall bestimmt tragbar. Soll bei Soulfly und auch in der Nike Sneakers App, wie gesagt, am 2. Dezember rauskommen. Für die Skater und vor allem für die eingefleischten Vans-Fans, vielleicht ganz interessant, weil es kommt eine bekannte Vans-Silhouette zurück, nämlich der Rowley XLT. In dem Fall mit Dime, was eine Skate-Brand ist. In 2 Colorways. Einer ist halt wirklich exklusiv, der nur bei einem Pariser Pop-Up kommt. Und einer kommt auch wirklich online und bei allen Vans-Retailern. Ich muss sagen, die Silhouette ist eigentlich ganz cool, weil sie halt nämlich den Zeitgeist trifft. Sehr klobig, klobige Zunge. Und soll so roundabout den 5. Oktober dann rauskommen. Und dann kommt wahrscheinlich demnächst ein weiterer Bad Bunny Sneaker. Nämlich auf dem Response CL in so einem cremefarbenen, braunen Colorway. Das Ganze kam wahrscheinlich jetzt schon irgendwie
irgendwo am 22. September raus, habe ich nirgendwo gesehen. Soll aber auch nochmal in der Adidas Confirmed App rauskommen. Ja, gefällt mir jetzt eigentlich ganz gut. Das normale Modell mag ich halt sowieso nicht, aber mit Bad Bunny gefällt er mir auf jeden Fall ein bisschen besser. Das wären auf jeden Fall auch alle wichtigen Leaks gewesen. Jetzt seid ihr wieder up to date. Was packt ihr diese Woche ein? Was lasst ihr sein? Was war euer Favorite Leak? Schreibt es wie immer in die Kommentare. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um mir keines solcher Videos mehr zu verpassen. Ansonsten, Freunde, haut rein, bleibt gesund und bis zum nächsten Video.